Hey und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei f.coopergaming.tv. Im letzten Part habe ich ja hier aufgehört und nach dem Kampf gegen die liebe Trainerin hier. Jetzt will ich mir nochmal den Pokéball schnappen. 3 Kapseln XSP an... Was? Hebt den Spezialangriff eines Pokémon im Kampf stark an. Ah, die Wirkung wird mit dem Austausch des Pokémon... Okay, also das ist ein Item, womit ich den Angriff meines Pokémons verstärken kann. Da haben wir noch wieder eine Trainerin. Sag's nicht weiter, aber ich lasse mir bei der Arbeit gerne von meinen Pokémon helfen. Und wem soll ich das denn erzählen? Und ich meine, ist das nicht hier in Pokémon in dieser Welt so gang und gäbe? So, Tanja, dann zeig mal, was deine Pokémon drauf haben. Oi, 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 oi. Ja, vielleicht sollte ich jetzt doch mal mit einem anderen Pokémon rangehen. Denn mein liebes Kickerlo ist ja auch nicht mehr das Stärkste. Zack. Und wir haben Pikachu noch gar nicht eingesetzt, obwohl ich das jetzt schon so lange habe. Und ich will doch mal sehen, was das Gute so drauf hat. Also, womit fangen wir denn mal an? Elektroball? Donnerwelle? Ich will mal einen Elektroball sehen. Los, Pikachu, Elektroball! Wumms. Ja. Was? So, dann machen wir mal Donnerwelle noch hinterher. Was? Wegen Verhöhner darf ich nicht? Ich will jetzt Donnerwelle einsetzen. Pikachu kann Donnerwelle... Und wie ist es mit Funkensprung? Dann setzen wir eben Funkensprung ein. Bombs, das hast du jetzt davon. So, Erfahrungspunkte erhalten. Smetbo erreicht Level 22. Oh, das war schon. Oh, jemand hat, der mehr drauf hat als mein Pokémon, das wiederum mehr drauf hat als ich. Was? Blabla, konfus oder habe ich jetzt eben falsch gelesen, weil ich konfus bin? Na egal, auf jeden Fall, wir wollen weiter. So, wo sind wir denn jetzt? Da hinten müssen wir hin. Ah, okay, jetzt kommen wir also nach... in die nächste Stadt. Wie heißt die eigentlich jetzt nochmal? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber ich kann ja gleich nochmal nachgucken. Beziehungsweise wahrscheinlich verrät es mir sowieso irgendwer gleich. Ja, da ist die Arena. Ist aber ein schönes Anglerstädtchen, muss ich ja sagen. Kelton, okay. Eine lebendige Hafenstadt, die für ihren Markt und ihr berühmtes Restaurant bekannt ist. Okay. So. Ah, was ist denn hier los? Ach, es tut mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Hey, bleib doch noch ein bisschen. Ich gebe gerne noch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Weg sind Sie, seufzt. Tja, die Assistentin hat da wohl andere Ansichten. Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Olivia. Aber müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immerhin sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Na, das ist eine gute Einstellung von ihm. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Das stimmt auch, man darf es nicht immer übertreiben. Das, da hat er wohl auch, hat sie wohl auch recht. Präsident Rose. Wenn ich sie irgendwie entlasten kann, müssen sie es mir nur sagen. Wer warst du nochmal? Batiste ist mein Name, Herr Präsident. Ach ja, Batiste, das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten der diesjährigen Arena Challenge. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs.
Ich sehe es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Verlieren ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht weiter Ihrer kostbaren Zeit berauben. Entschuldigen Sie mich. Das Geile ist ja, er hat dich empfohlen und kennt dich nicht mal. Oh, wenn das nicht mal Cooper ist, aber mich kennt er. Und die führt sich so toll auf. Oder er, sie, er, na egal. Ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hat der gute Dillian wohl in dir gesehen? Aber als er dir eine Empfehlung geschrieben hat. Hey, mir kommt gerade mal wieder eine meiner hervorragenden Ideen. Du wirst sicher als nächstes Kate herausfordern, richtig? Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Orden zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Können wir machen. Verzeihen Sie, Rose, aber die Zeit drängt. Streng dich schon schön an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Gala-Region. Gut, und als erstes bewegen wir uns dann gleich mal zum Pokémon Center. Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenfluss zu speisen. Du bist eingeladen, zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten Orden errungen hast. Ja gut, das ist denn wohl mein nächstes Ziel, den Orden zu erringen. Aber erstmal das Pokémon-Team heilen. Ja, bla bla bla. Wir nehmen deine Pokémon entgegen, heilen sie, hab einen kleinen Moment Geduld. Wir geben sie dir gleich wieder, bla bla bla, fertig. Okay, und da kriegen wir sie schon wieder. Danke. Ach, übrigens, ach so, ja, genau. Das ist, ja, da müssen wir. Ja, oh, ich muss mir unbedingt das, den Erweiterungspass holen. Ich kann mir nicht helfen. Ich will, was ist da oben? Oh, warte mal. Ah. Da oben ist noch was. Ich will wissen, was da oben ist. Was ist das denn? Ein Bahnhof! Okay. Gut, also dieser Ort hat anscheinend auch einen Bahnhof. Hat der Ort denn noch irgendwelche anderen Sachen hier? Ah, ich sollte vielleicht jetzt hier nicht zu viel umherlaufen, oder? Immerhin geht es ja hauptsächlich darum. Wir wollen ja jetzt den Arena-Orden gewinnen. Einmal kurz auf die Karte gucken. Ja, ich denke, hier unten verlassen wir jetzt erst eher wieder den Ort. Was ist hier noch? Ah, hier gibt's den. Ach, hier ist der Markt also. Ah, da unten ist noch ein Pokéball. Magnet. Ein Item. Ach, damit kann man Pokémon vom Typ Elektro bestimmt ausstatten oder Magnet. Auf jeden Fall wollen wir zum Pokémon, zur Pokémon Arena. Das ist jetzt mein Ziel. Also, dann wollen wir doch mal. Du bist ein Arena-Challenger, oder? Wenn du nach Arena-Leiterin Kate suchst, dann findest du sie beim Leuchtturm. Geh einfach von hier aus in Richtung Meer. Der Leuchtturm ist nicht zu übersehen. Und schon wieder ein Arena-Leiter, der nicht in seinen Arena ist. Mann, Mann, Mann. Da ich in der anderen Richtung schon war, gehe ich jetzt mal hier lang. Ah, da ist tatsächlich der Leuchtturm. Und da ist ja auch unsere gute. Du bist ein Arena-Challenger, stimmt's? Woher wusstest du das? Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die Dillian höchstpersönlich empfohlen hat. Das hat dich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Hier, du Nachwuchsstar, damit du auch über mich Bescheid weißt. So, wir haben jetzt die Liga-Karte von der guten Kate. Hm, nettes Outfit übrigens, Kate. Wollen wir dann zum Stadion? Na, gerne doch. So sehr ich es liebe, in Ruhe zu angeln, jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf.
Na, dann werde ich. Jetzt wollte ich gerade was sagen, aber das klingt ein bisschen komisch. Jetzt werden wir schön hart kämpfen. So. Ja. Man sollte manchmal auf seine Wortwahl achten. Definitiv. So, denn auf zur Challenge. Beziehungsweise erstmal müssen wir noch wieder die. Ja, möchte ich. Ja, möchte ich. Du darfst dich dann. Darf ich dich dann zuerst bitten, dir eine Uniform anzuziehen? Bla bla bla. Ja, darfst du. Genau. So, und dann dürfen wir bestimmt endlich rein und die Arena-Mission erfüllen. Oh, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Dann mal auf mit dir zur Arena-Mission. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf dein Pokémon-Box zugreifen. Na, will ich auch gar nicht. Ich bin mit meinem Team zufrieden. Ich werde es damit schon schaffen. Auch wenn Feuer im Grunde genommen Wasser unterlegen ist. Ich denke, mein Kickerlo ist bereit. Ach, das sieht. Ja, gut. Das sieht irgendwie nach einem Schaltpulträtsel aus. Wie wir da durchkommen. Das heißt, wir müssen ein bisschen unseren Kopf anstrengen. Oder ein bisschen die Augen benutzen. Bei der Arena-Mission des Keltenstadions musst du den Weg durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, werden einige der Wege durch Wasserfälle blockiert. Du fragst dich sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Wenn du dort drüben auf den roten Schalter drückst, findest du das sicher schnell heraus. Okay, und damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Es kann losgehen. Ja, will ich doch auch hoffen. Ich will loslegen. So, Mädel. Und du zeigst mir jetzt mal, was eure Pokémon hier in der Arena so können. Willkommen in Kelton Stadium. Bereit für eine nasse Abkühlung? Gleich prasseln Wasserattacken auf dich ein. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, ob unser Kickerlo damit klarkommt. Oder ob wir vielleicht auf ein anderes Pokémon zurückgreifen sollten. Barbara will uns jedenfalls eine Lektion erteilen. So, mit Feuer brauchen wir hier gar nicht viel anfangen. Da wird wohl eher Doppelkick und Ruckzuckhieb eine Option sein. Okay, Doppelkick ist jetzt nicht der große Burner. Burner. Feuer-Pokémon, ja. Nee. Gut, es hat uns jetzt aber nicht angegriffen. Unser Vorteil, sie hat auch nur ein Pokémon. Das heißt, mit Doppelkick schaffen wir es jetzt. Und getroffen. So. Dann dürfen wir weiterziehen. Hä, meine Schallquappe und ich sind wohl die, die in diesem Kampf baden gegangen sind. Ja. Zum Glück nicht ich. Ein Feuer-Pokémon mag nicht so gerne baden. So, das. Warte mal, warte mal, warte mal. Da komme ich jetzt immer noch nicht durch, aber ich komme an den Schalter ran. Ey. Nicht dran vorbeilaufen. Zack, jetzt ist gelb aus. Und rot. Das heißt, wir kommen jetzt hier hin. Und noch ein Kampf. Mit den Knöpfen kannst du das Wasser stoppen, aber du musst dir dabei auch über die richtige Reihenfolge Gedanken machen. Ja, das habe ich schon gesehen. Muss ich gelb ausschalten, damit ich wieder zum roten kann und dann rot ausschalten, damit ich weiter kann. Okay, gut. Claudia, lass uns den Kampf schnell machen. Sie setzt Krabi ein. Wie viele Pokémon hast du denn, Mädel? Zeig mal her. Zwei. Na, dann hauen wir mal mit Doppelkick rein wieder. Ah, bringt bei ihm auch nicht viel. Mist. Wahrscheinlich. Jetzt setzt auch noch Härtner ein. Das heißt, mit Ruckzuckhieb werde ich da auch nicht großartig weiterkommen. Ich gehe einfach mit Doppelkick weiter. Ich hoffe. Nee.
Ah, jetzt werde ich wohl... Er setzt nochmal Härtner ein. Okay, ich versuche jetzt doch gleich nochmal Ruckzuckhieb. Na, hat auf jeden Fall schon mal geholfen. Wieso greifen die denn nicht an? Ich meine... Mein Pikachu hat schon wieder ein Level höher erreicht. Ja, ich wechsle jetzt mal das Pokémon. Ich komme mir jetzt... Ja, ich komme jetzt mit... einem Pikachu daher. Ja, eigentlich wäre Pflanzen-Pokémon hier auch noch sehr von Vorteil. Aber ich habe gar kein Pflanzen-Pokémon im Team, sehe ich gerade. Naja. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen... auch ein bisschen auf Pokémon des Typs Pflanze gehen im Training. Aber auf jeden Fall... hat die Elektro-Tacke schon gut reingehauen. Hey. Das Ding hat ja zweimal. Dann gehen wir nochmal mit Funkensprung rein. Und das sollte gereicht haben. Auf jeden Fall hat Pikachu seinen guten Dienst erwiesen. Bin ich sehr zufrieden mit. Ja. Kami hab's erreicht Level 22. Wolli erreicht Level 22. So, Claudia wurde besiegt. Ich hätte mir mehr Gedanken über die richtige Reihenfolge meiner Attacken machen sollen. Nur vielleicht. Mit Kami hab's... Kami hab's entwickelt sich weiter. Mit... War das Kingler? Naja, auf jeden Fall hättest du da nicht nur Härtner einsetzen sollen. Oh, was bist du denn für einer? Glückwunsch, dein Kamehaps hat sich zu einem Kamalm entwickelt. Kamalm, okay. Kamalm wurde ein Eintrag im Pokédex hinterlegt. Ein Biss-Pokémon vom Typ Gestein und Wasser. Dieses von Natur aus aggressive Pokémon beißt seine Beute mit seinem kräftigen Kiefer, der selbst Eisenstangen zermalmen kann. Ah, okay. Felsgraf versuchst du zu erlernen. Na, ja, Schutzschild. Doch. Ja, ich weiß. Ich bin nicht der Verteidigungstyp bei diesem Spiel. Ich nehme mehr auf Angriff. Aber das ist meine Herangehensart. War schon immer so. Vielleicht muss ich mich bei diesem Spiel irgendwann noch eines Besseren belehren lassen und das ändern. Aber im Moment werde ich die Strategie noch nicht ändern, weil bis jetzt bin ich auch hier mit ihr noch erfolgreich gefahren. Und das werde ich daher auch weiterhin so machen. So. Okay. Huch, du hast es bis hierher geschafft und jetzt willst du auch noch gegen mich kämpfen? Eigentlich wollte ich mich gerade an dir vorbeischleichen. Friederike. Sag mal, seid ihr eigentlich Drillinge? Ihr seht alle gleich aus. Aber ich meine, das kennt man ja von Pokémon. Man denke nur mal so ein bisschen an Officer Rocky oder die lieben Schwester Joy. Joyce, wenn man es so nimmt. Das sind ja mehrere. Oh, ich krieg meine Wasserattacke ab. Autsch, 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 autsch. So. Ja. Ich glaube auch, wenn ich sonst der... Ja. Ja, doch, ich möchte wechseln. Bevor ich gleich gegen die Arena-Leiterin antrete, sollte ich meine Pokémon nochmal hochheilen.
Pikachu? Ja, ja, mein Kleiner. Zeig mal dem Kamehubs, was deine Elektro-Tacken so drauf haben. Mit was fangen wir denn an? Ach, wir nehmen wir einfach Funkensprung. Und es ist auch noch paralysiert. Und Pikachu setzt nochmal Funkensprung für uns ein. Und geschafft. Seufz, bei deiner Stärke ist es kein Wunder, dass meine Pokémon und ich verlieren. Ja, danke für das Kompliment. Ja, ich gehe hier anscheinend schon sehr gut voran. So. 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 Und jetzt ab durch die Mitte. Und einmal kurz warten. Denn was habe ich gesagt, will ich machen? Trank. Einmal Kickerlo. Einmal Kickerlo nochmal. Denn ich will volle Energie haben. So, dann einmal auf Pikachu. So, dann wollen wir nochmal... So. So. Nein. Nein. Schutzband. Ein Item zum Tragen reduziert. Begegnungen mit wilden Pokémon. Nein. Schutz. Hält für kurze Zeit schwache wilde Pokémon ab. Nein. 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 Silberstaub. Ein Item, das Paradoxon dafür, dass sein Träger unter allen Umständen ausgetauscht werden kann. Nee, ein Item zum Tragen, dessen magnetische Kraft Attacken vom Typ Elektro verstärkt. Das gefällt mir schon besser. So, das kriegt das gute Pikachu nämlich jetzt mal. Aber ansonsten haben wir jetzt auch noch nichts weiter. Wir sind wieder aufgeladen und bereit, der Arena-Leiterin entgegenzutreten. Pikachu wird auch quasi mein letztes Ass im Ärmel sein, denke ich mal. Du hast die Arena-Mission erfolgreich bestanden und darfst jetzt antreten gegen sie. Ja, gut. Da ist die Kleine ja auch schon wieder. Mit ihren krass blauen Augen. Willkommen, Arena Challenger. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin extra suchen musstest. Meine Mission hast du ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Sie ist nicht gerade leicht, also musst du ein ziemlich helles Köpfchen sein. Naja, aber wirst du auch schlau genug sein, gegen die Flut meiner Angriffe anzukommen? Nice, nice. So. Dann wollen wir mal gegen die gute Kate antreten. Goldini ist unser erster Gegner. Kickerlo. Ich werde mit dir starten. Aber ich denke nicht... Also bevor du besiegt wirst, werde ich dich... nach Möglichkeit aus dem Kampf holen. Ah, jetzt kommt sie mit Agilität. Das steigert die Initiative von ihrem Goldini.
Oh oh, das kommt ja auch noch mit Aquawelle. Ah, ja, so schlimm war der Schaden nicht, den wir jetzt genommen haben. Aber gegen drei Pokémon wird es schwer mit Kekalo durchzuhalten. Da werde ich dann zwischenzeitlich auch mal auf ein anderes umsteigen. Aber den ersten haben wir zumindest schon mal geschafft. Und kriegen dafür Erfahrungspunkte. Kekalo, ich bin stolz auf dich. Und wir gehen jetzt auch mal mit Wasser, Gestein. Ah, Wassergestein, Wassergestein. Naja, aber immerhin ist es auch Wasser. Oder ich nehme einfach jetzt mal Kranowitz. Mal sehen, wie der sich schlägt. Immerhin sollen die ihr Können auch mal zeigen. Und zu guter Letzt im Finale werden wir das gute kleine Pikachu rausholen. Was mit seinen Attacken denn hoffentlich auch für ordentlich Wirbel sorgen wird. So. Wir... Ne, Überheblichkeit nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal mit Klauenwetzer ran. Oh, Angriff wurde gesteigert. Er setzt Biss ein. Okay, war jetzt nicht so der Bringer gegen uns. Dann kommen wir jetzt erstmal mit Pflücker. Der war gut. Der war sehr gut. Dagegen stinkt sein Biss ab. Und was macht der Furienschlag? Wasserdüse. Ah. Oh. Nicht überheblich stark, aber auch nicht überheblich schwach, aber... So, auch geschafft. Jetzt wird es Zeit fürs Finale. Damit auch für die Dynamaximierung. Oh, ein Dynamaximiertes Pikachu, das wird lustig. Ja. Nein, wir wollen nicht weiterkämpfen. Wir haben da noch jemanden, den wir seine Chance geben wollen. Also, Pikachu... Ja, genau, Pika. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Na, Kate. Kamalm. Ja, irgendwie habe ich mir das schon fast gedacht. Gestein. Mist. Mist. Aber es ist auch Wasser. Es ist auch Wasser. Das sollte durch sein Gestein durchgehen. Das heißt, er müsste auch trotzdem gegen Elektro empfindlich sein, oder nicht? Ich weiß gerade nicht genau, wie es bei diesen Wechselwirkungen ist, wenn ein Typ Schwäche gegen mich hat und einer aber eigentlich Stärke. Ohohohoho. Pikachu mit dumpfer Stimme anstatt. Verwandeln wir das Stadion. Ja, jetzt kommt sie auch mit deiner Maximierung. Wie ist das eigentlich? Ha. Wechselwirkung. Ja, ich werde es jetzt mal sehen. So. Deiner Gewitter. Ah, es war auf jeden Fall sehr effektiv. Setz deinen Angriff ein. Ah, Pikachu ist stark geschwächt. Aber wir hauen nochmal deine Gewitter rein. Hier ein Geschenk von uns, nimm das. Hä, wieso darf sie zuerst angreifen? Was war das denn? Ich dachte immer, Gewitterattacken sind, Blitzattacken sind schneller als andere Attacken. Okay. Dann...
Kranowitz, du darfst. Sie hat auch nicht mehr lange mit der Deino-Maximierung. Das wird ziemlich riskant für uns. Also ich denke auch nicht, dass wir... So, jetzt ist er auch wieder auf Normalgröße. Allerdings werden wir den Angriff nicht überstehen. Wir werden nochmal ein anderes Pokémon einsetzen müssen. Wie sieht's denn damit aus? Wieder diese Quallenklinge. Mist. Das gibt's doch nicht. Wir müssen das Vieh doch mal klein kriegen. Na, ich versuch's mal mit Wally. Kickalo. Heben wir uns für den Schluss auf. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so lange... Ah, Mist. So lange kämpfen müssen. Ich dachte, Pikachu würde das schon erledigen, aber dass der noch mal vor uns dass die mit einmal vor uns angreifen durfte, war jetzt ein ziemlicher Nachteil für mich. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Ganze strategisch ein bisschen anders gesetzt, glaube ich. Also so, Wally ist auf jeden Fall hart im Nehmen. Sollte ich noch ein bisschen hochleveln, dann wird es auf jeden Fall gegen einige Pokémon ziemlich gutes Ergebnis bringen. So. Und jetzt darf Kickalo. Und da gehen wir jetzt mit Doppelkick rein, weil das ist gegen dieses Pokémon nämlich sehr effektiv. Und wir haben den Kampf geschafft. Auch wenn ich mich da zuerst aufgrund von Wechselwirkungen habe zu einer leichten Fehlentscheidung verleiten lassen. Kickalo erreicht Level 28. Super. Wir haben es geschafft. Ey, jetzt wuschel dir nicht dein schönes Haar. Obwohl ich der stärkste Pokémon-Trainer hier sein sollte, hast du mich am Ende weggespült. Arg, das darf doch nicht. Na schön, ich erkenne deinen Sieg an. Du und dein Team, ihr habt die Energie, die man braucht, um sich in der Arena-Challenge zu behaupten. Ihr habt den Kampfgeist, der notwendig ist, um den Champ herauszufordern. Ja. Diesen Arena-Orden hier habt ihr euch reglich verdient. Ey, die hat Rettungsreifen unten an den Schuhen. Ja. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 30 fangen. Sieht so aus, als wäre euer nächster Gegner der Feuerarena-Leiter. So stark wie ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. Na gut. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Kate Cooper. Als Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM, bitteschön. Du erhältst TM 36 Whirlpool. Du verstaust das Item in der
TM-Tasche. Gut. Eine Nachbildung von Kates Uniform bekommst du noch als Geschenk obendrauf. Danke! Das heißt, wir haben wieder eine Uniform mehr. Nun hast du ihn also, den Wasserorden. Ich bin gespannt, wie weit du dein Pokémon, du und deine Pokémon es noch schaffen werdet. Na dann. So. Oh, Präsident Rose erwartet dich bereits. Du triffst ihn im Restaurant Wellenflucht. Das wissen wir schon. Hier in Kelton. Hier hast du seine Ligakarte. Mit seinem Foto. Nur falls du vergessen hast, wie er aussieht. Nee, habe ich nicht. Ich erhalte die Ligakarte von Rose. Gut, ich tue sie ins Album. Der Ligapräsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bitte begib dich daher unverzüglich zum Restaurant. Gut, das werden wir aber erst im nächsten Part tun. Also wird der Ligapräsident auf einen großen Kämpfer wie uns erstmal warten müssen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und verabschiede mich jetzt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, oben habt ihr gleich in der Mitte die Chance auf meinem Logo, mir noch ein Abo dazulassen. Natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Smasht jetzt noch schnell den Daumen nach oben, zeigt mir, dass euch das Video gefallen hat, schreibt einen Kommentar. Klickt außerdem noch auf den Link links unten zur Playlist von Pokémon Schwert und oder gerne auch, wenn ihr euch für Final Fantasy interessiert, auf den Link zu Final Fantasy 7 der Playlist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und sage ciao, bis dahin. Einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche oder wann ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann.